Es gewittert. Es rumort in Deutschland. Auch anderswo. Ein weiterer tragischer Einzelfall, der jetzt mittlerweile schon eher einem Muster ähnlich ist. Und natürlich sind ein paar kleinere Fakten rausgekommen. Zum einen ist das Schicksal wirklich grausam, denn fatalerweise hat sich diese Mutter mit ihrem kleinen Kind zu der Zugreise entschieden, während die Schwester des kleinen mit, wie war das noch, der Tante oder so, mit dem Auto gefahren sind, weil der Hund mit musste und das im Auto halt besser geht als im Zug. Und die beiden anderen, wie gesagt, also der Hund musste mit und da war dann wohl nicht genug Platz im Auto für 4 Personen plus Hund. Oder wenn Vater noch dabei war, wahrscheinlich eher 5 Personen plus Hund. Dadurch war es überhaupt erst möglich, dass diese furchtbare Sache passierte. Die Mutter hat es ja schwer verletzt überlebt. Sie konnte sich irgendwie auf so eine Art Zwischendingens da zwischen dem Gleis. Also irgendwie, wo so ein Servicepunkt ist, irgendwie für Servicepersonal im Extremfall, weil es Wartungen nötig sind. Dann konnte sie sich retten. Und dieses irre Schwein, das das gemacht hat, ja, tatsächlich, der soll psychisch tatsächlich jetzt wohl krank sein. Er hat, glaube ich, er ist vor 13 Jahren schon gekommen und allein das, diese Tatsache, wird jetzt von den Scheißgutisten wieder so hingehalten, so als Trumpfkarte, so nach dem Motto, guck, das hat gar nichts mit der Krise zu tun seit 2015. Das macht mich krank, allein diese beschissene, dieses Triumphierende daran.